Guten Tag, Rechtsanwaltsbüro Knoppenrat und Fürster. Mein Name ist Dr. Knoppenrat. Ja. Vom Herrn Gräfe habe ich erfahren, dass Sie am 16. verantwortlich für die Gastronomie in der Gaststätte der Gartenanlage Taufenbach waren. Und was kostet die Visa? Meiner Mandantin wurden durch Sie harmlos aussehende Weingummibonbons gereicht. Ja. Die dann aber beim Verzehr eine unerträglich pfefferscharfe Substanz freigegeben haben. Mhm. Herr Ott, ich wollte nur fragen, ob Sie daran interessiert sind, dass wir da eine gütliche Einigung aushandeln in dieser Angelegenheit. Was heißt denn da gütliche aushandeln? Was heißt denn das? Was soll denn das für ein Blödsinn sein? Das ist ein Schatzartikel, wo man öffentlich kaufen kann, und sonst ist das gar nichts. Da will sich denn da irgendwie verletzt fühlen oder. Da kann ich ja wirklich drüber lachen. Ja, es sind ja Kosten entstanden, meiner Mandantin, ja? Ja. Die glaubte ja zunächst erstmal an Giftattentat, ja. Und dann, als sie wieder zu Hause war, erlitt sie einen Schock und hat dann voller Panik, ohne es zu merken, eine Flasche schottischen Whisky ausgetrunken, ja. Und daraufhin war sie eine Woche arbeitsunfähig. Ich habe auch einen Rechtsanwalt, da würde ich mich jetzt zuerst mal mit meinem Rechtsanwalt in Verbindung setzen. Ja, Sie haben ja jetzt zunächst mal erstmal was angestellt. Ein Verstoß gegen das Gaststättengesetz. Ein Verstoß gegen das Gaststättengesetz, ja. Und ein Anschlag gegen die Menschenwürde. Ach, wie ist das? Ich bin jetzt zu albern da. Ja. Jeden Morgen neu, um kurz nach 6:30, der Radio 7 Telefonjack. Ja. Das war echt erkennbar, das war also wirklich.